Ah, na perfekt. Gemüsesuppe ist doch gut. Können wir diesen Schlag jetzt die ganze Zeit machen? So werde ich das Pferd jetzt einfach weghauen. So, okay. Wo ist hier? Na komm. So, so nehmen sie guten Schaden. Und sie kann gar nicht zurückschlagen, weil ich die ganze Zeit diesen Schild... Oh, sie nimmt bösen Schaden jetzt. Tatsächlich sieht man auch, dass auch beim Schild des Blutigen der Schaden sich so ein bisschen addiert. Weil schau mal, wie viel Schaden der nimmt. Und das ist die Schwierigkeitsstufe Experte. Also nicht irgendwie Adept oder Lehrling. Hier, nur mit dem Schild des Blutigen weggehauen. Aber das geht tatsächlich nur, wenn man irgendwas gegessen hat wie Gemüsesuppe, damit man die ganze Zeit diesen Schlag eben durchführen kann. Denn wenn die Ausdauer alle ist, kann man es nicht mehr machen. Hier nochmal, also Bekleidung. Der Schild des Blutigen, da ist es. Gegenangriffe verursachen für 5 Sekunden 3 Punkte Blutungsschaden, aber man hat gerade gesehen, es summiert sich irgendwo, weil die Sphäre immer mehr und mehr Schaden genommen hat. Sehr gut, der hat mich verloren, das ist perfekt. Im hohen Gras hat er mich verloren. Oh, nein. Moment, so, Essen. Oh, Gemüsesuppe. Okay, dann muss ich in den Nahkampf leider. Okay, dann spawne ich ihn jetzt. Spawne ich ihn kaputt. Erstmal. Nicht schlimm. Und er kann nichts tun. Weiß nicht, ob man das auch bei einem Drachen tun kann. Unfassbar. Sogar so ein Ernte-Zenturio. Hier. Einhändig. Krass. Einfach nur krass. Herzlich willkommen zurück bei Skyrim Anniversary Edition. Auf der Jagd nach allem Teuren, Interessanten, was sich gut verkaufen lässt, ist Lydia heute nun mal dazu gekommen, die Teile des Zwergenpferdes zu suchen. Um diese Quest zu starten, muss man zu den Abflusshöhlen hier auf der Karte, wo sie sich befinden. Zum Beispiel hier nordöstlich ist Rorikstedt und da im Nordwesten ist Markarth. Also genau hier. Abflusshöhlen. Okay, das heißt, es bleibt jetzt nur noch einmal darauf zu klicken. Okay, das Zwergenpferd. Finde also die Teile des Zwergenpferdes. Vorderlauf, okay, Hinterlauf. Also wahrscheinlich zwei Hinterbeine. Zwei Vorderbeine und ein Kopf. Ja, so sieht es aus. Und wahrscheinlich sogar alles gleich hier in den Höhlen, nehme ich mal an. Sonst wäre es auch komisch. Okay. Und dann rein in die Höhlen. Okay, auf jeden Fall schon mal Dwima. Architektur hier, beziehungsweise deren Technologie. Die Röhre und so weiter. Eine Tür, Schlüssel erforderlich. Okay. Ah, wahrscheinlich hinter dieser Tür liegt schon ein Bauteil des Pferdes. Aber den Schlüssel haben wir noch nicht. Wow. Okay, ein riesiger Raum. Und da sind schon die ersten Zwergenmechanismen. Schwierigkeitsstufe Experte, damit man nicht jeden Gegner eine halbe Stunde umhauen muss. Da habe ich mal erstmal Experte gemacht und nicht Legende oder sowas. Natürlich, wer es schwer haben will. Ah, okay, hier Zwergenmetall. Aber noch nicht das, was ich brauche. Wer es ganz schwer haben will, kann das Ganze natürlich auf Legende machen. Okay, hier sind also wahrscheinlich schon die ersten Schatzsucher, auf jeden Fall da eine Schaufel. Also er war hier auf jeden Fall dafür da, um was zu finden. Vielleicht sogar war er auf der Suche nach dem gleichen Schatz wie Ikajit Lydia. Mercenary hat irgendwas dabei. Kriegsaxt, Hut. Kein Tagebuch, nichts. Also er hat hier eindeutig gegraben. Ah, okay, Steine. Okay. Den Stein nehmen wir mit. Hier war sein Lager. Also er wurde anscheinend von den Spinnen überrascht. Oh, Lehrling. Ui. Aha, hier. Hier so ungefähr. Ja. So.
Hier, Dietrichchen, nice und Mana-Trank. Da vorne ist auf jeden Fall ein Durchgang. Also man könnte hier nach unten gehen. Und dann dahinter laufen sogar irgendwelche Leute. Okay, also da sind sie. Ich weiß jetzt nicht, ob das Freunde oder Feinde sind. Aber wo geht es denn hier lang? Nur mal kurz gucken auf der Karte. Aha, okay. So, hier wieder. Oh, eine Ballista. Oh Mann. Eine nerviger Dwergenballista. Mit denen hatten wir schon vor kurzem zu tun. Und schöne Dinge. Tschüss. Wenn man den Kampf mit denen vermeiden kann, sollte man das machen. Okay, hier kann man also auch runtergehen oder noch weiter nach vorne. Oder? Komme ich hier durch? Ah, nee. Ich glaube, hier wird es jetzt schwierig. Ah, doch, 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 da. Na gut, okay, dann bevor ich runtergehe, gehe ich doch mal hier hin nochmal. Nicht, dass ich hier ein Bauteil verpasse. Gehe hier ein bisschen schleichen. Okay, das sieht doch danach aus, als... Ja, wusste ich es doch, dass hier irgendwas versteckt ist. Eine Kleinigkeit, aber dennoch schön. Wenn man hier Gold, Rubin... Ah, das finde ich immer schön, dass hier in Skyrim überall solche Kleinigkeiten versteckt sind. Aber hier hat man es einfach schon gesehen. Hier hat man gesehen, dass hier irgendwas ist. Einfach so macht man sowas nicht. Den Zugang unter die Brücke. Okay, du gehst jetzt mal aus dem Weg. Schnell ist. Oh. Ich hab eine Freundin mitgebracht. Okay. So, so viele Pfeile habe ich schon gar nicht mehr. 82 Elfenpfeile. Vielleicht sollte ich versuchen, irgendwie meine immer wieder einzusammeln. Hier zum Beispiel. Die liegen hier doch überall jetzt. Da. So. Irgendwie habe ich jetzt schon wieder zu wenige Pfeile mitgenommen. Man unterschätzt immer so ein bisschen die Anzahl der Gegner. Lehrling. Hinter der Tür versteckt sich also etwas Leckeres anscheinend. Ach. Na gut, noch 76 Dietriche. Hier so. Passt. Ja. Eine Truhe. Gold, Gabel, eine Nahkampfwaffe. So, Amulett von Talos. Und Rüstungsteile. Ansonsten nichts Nützliches. Aha. Wo kommen wir jetzt hier raus? Auf jeden Fall schon mal eine Sphäre. Übrigens, wo ist eigentlich Lydias Sphäre? Verdammt doch mal. Die sollte mir doch folgen. Naja, egal. So kann man sich besser bedeckt halten, sodass die Gegner einen nicht entdecken. Wie schnell die sich bewegen, ist schon krass. Gut, die Wegfindung funktioniert. Er weiß ungefähr, beziehungsweise die Sphäre weiß ungefähr, woher geschossen wurde. Zwergenbolzen. Okay, da entflammbare Substanz sehe ich gerade schon. Und irgendeine Kacksphäre hat mich entdeckt. Uch. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Oh. So, vielleicht kann ich sie hier mit. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Schild, das ist der Schild des Blutigen, aber die Sphäre, die hat ja gar kein Blut. Ich weiß nicht, ob das bei ihr... Ah, doch, doch, doch. Man sieht, es macht ihr Schaden. Sie verliert langsam Lebensenergie. Das ist schon mal gut. Natürlich ist dann die Ausdauer. Alle Zaubertränke, was haben wir denn hier? Beziehungsweise, Moment, vielleicht haben wir bei Essen... Ah, na, perfekt. Gemüsesuppe ist doch gut.
wenn wir diesen Schlag jetzt die ganze Zeit machen, so werde ich das Fell jetzt einfach weghauen. So, okay. Wo ist sie? Na komm. So, so nehmen sie guten Schaden. Und sie kann gar nicht zurückschlagen, weil ich die ganze Zeit diesen Schild... Oh, sie nimmt bösen Schaden jetzt. Tatsächlich sieht man auch, dass auch beim Schild des Blutigen der Schaden sich so ein bisschen addiert, weil schau mal, wie viel Schaden der nimmt. Und das ist die Schwierigkeitsstufe Experte, also nicht irgendwie Adept oder Lehrling. Hier, nur mit dem Schild des Blutigen weggehauen. Aber das geht tatsächlich nur, wenn man irgendwas gegessen hat wie Gemüsesuppe, damit man die ganze Zeit diesen Schlag eben durchführen kann. Denn wenn die Ausdauer alle ist, kann man es nicht mehr machen. Hier nochmal, also Bekleidung. Der Schild des Blutigen, da ist es. Gegenangriffe verursachen für 5 Sekunden 3 Punkte Blutungsschaden, aber man hat gerade gesehen, es summiert sich irgendwo, weil die Sphäre immer mehr und mehr Schaden genommen hat. Also eigentlich auch ein unglaublicher Artefakt, so ein besonderes Aussehen und ich finde mega unterschätzt wieder. Ja, also hier nochmal zum Beweis. Das war nicht irgendwie Adept oder so, sondern tatsächlich auf Expertenstufe ist dieser Schild immer noch richtig gut. Ja, man müsste ihn nochmal auf der Schwierigkeitsstufe Legende testen. Aber hier zeigt er sich super. Ja, die Sphäre hatte nicht mal eine Chance, die konnte nicht mal einmal hauen. Okay. Hier können wir also die Brücke hinterlassen. Wahrscheinlich die Brücke, die uns dann zum Schatz führt. Und ich nehme mal an, dass wir genau deswegen in diesem Raum waren. Aber es muss noch irgendwo ein Schalter sein, um das da jetzt noch runterzulassen. Irgendwo habe ich hier noch einen Schalter, also übersehen. Wahrscheinlich dort. Warte mal. Den Schalter habe ich betätigt. Könnte der zweite sein. Von hier kam ich doch, oder? Ja, hier habe ich die Spinne umgehauen. Ah, da oben sehe ich schon. Perfekt. Dann geht die Brücke hier runter und dann können wir dahin. Oh, da ist ein... Warte mal. Dann machen wir doch Folgendes, solange die Brücke nicht unten ist, bauen wir den hier schon mal weg. Der wird doch bestimmt... Ja. So, fährt er jetzt runter oder was? Er kommt ja nicht durch, die Brücke ist noch nicht unten. Was will er machen? Was möchtest du machen? Du Wunder der wimmerischen Technologie. Ja, komm. Steck dein Schnäuzchen da durch, damit ich dich hier... Na? Warte mal, kann ich ihn hier so? Nee, okay. Na gut. Da er jetzt nicht mehr viel Lebensenergie hat, können wir hier mal nicht übertreiben. Boom! So, okay. Und jetzt aus der Nähe mit dem Schild des Blutigen. Komm her! Und bei ihnen funktioniert das auch. Er kann nichts tun. Oh Mann, das ist... Hier. Gemüsesuppe plus der Schild des Blutigen. Und man kann jeden Gegner zuspawnen, ohne dass er irgendwas macht. Wow. Unfassbar. Ich muss mal ein Video über diesen Schild machen. Ja, kann ich mir schon überlegen, wie ich es nenne. Der unglaubliche... unvergleichbare Schild des Blutigen. Wenn du jeden Gegner zuspawnen willst, ist es genau das Richtige für dich. So, Experte. Oh, Experte ist schon mal... Mann, finde ich heute wenigstens einen Teil dieses... Ja, das ist die Frage. Ja. Sehr gut. Und das sieht doch schon mal gut aus. Ach so. Mhm, der wird... Zwangrüstung der Zerstörung auf jeden Fall. Geil. Kann ich denn so viel überhaupt tragen? Moment. Ja gut, doch. Ich nehm's mit. Soll man sowas Schönes nicht mitnehmen? Zwergendolch. Zwergen Metallbaren und in der Truhe Gold. Aha, ein Warnerstein. Und ein Stahlbaren. Okay, komm, die Zwergenbaren nehme ich mit. Die sind schon sehr kostbar.
Eine Spitzhacke und ein paar Dietriche. Was? Ah, damit wollen sie sagen, dass irgendjemand die ganze Zeit versucht. Das finde ich geil. Ja, das heißt, irgendjemand war schon hier, versucht hier einzubrechen, hat es aber nicht geschafft. Aber dann kam Lydia. Und vor der hält keine Tür stand. Und die kam natürlich rein. Klare Sache. Okay, ich höre schon Banditen. Ja, das, ich glaube, das sind die Banditen. Die waren schon vor Lydia hier. Die sind genau deswegen hier. Die wollen dieses Pferd haben, genau wie Lydia. Nun haben sie keine Chance. Hier, da liegt er schon. Okay, also eine Spinne werde ich jetzt mal aus der Ferne weghauen. Eine Bandit. Wo kommt die andere auch? Wenn die schon so schwach sind, warum soll ich in den Nahkampf gehen? Söldner, das sind sogar Söldner. Jemand hat Söldner hier hingeschickt. Das sind nicht einfache Banditen, das sind ausgebildete Söldner. Was für ein... Wer kommt auf die Idee, Söldner hier hinzuschicken? Irgendein Adliger, der ganz genau weiß, welche Schätze sich hier verbergen, anscheinend, hat denen Kohle bezahlt und sagte, macht mal, ihr müsst gar nicht wissen, wozu ihr das braucht. Macht einfach. Ich zahle euch doch. Kriegt genug Kohle, also tut eure Arbeit. So wie man das eben macht. So, okay, hier wieder Brücken. Und was ist da unten? Auf jeden Fall sieht man Centurio. Mehrere Stellen, aus denen Sphären oder Spinnen rauskommen, also Zwergenkrieger. Es sieht nicht schön aus da unten. Okay, Moment, ich schlag mal hier die Brücke schon mal. Mach sie mal runter. Okay, wo ist die zweite? Also der zweite Hebel ist wahrscheinlich dort irgendwo, oder? Moment, ich muss mir das genau anschauen. Da ist einfach eine Truhe. Aber ich liebe diese ganzen Zwergenruinen. Ich liebe es, wie atmosphärisch das ist. Ja, also die Zwergen haben hier richtig alles schwierig gemacht für uns Einbrecher, dass man hier nicht einfach so reinkommt. Man muss schon die Hebel finden. Aber wo ist dieser Hebel? Ich hoffe, der ist jetzt nicht da unten. Moment, ich gucke mal. Hier. Boah, das sieht auch so ein bisschen nach Falma-Anwesenheit aus. Langsam. Sind ja immer da anwesend, wo früher mal Dwemer waren. So, hier also der Teil der Brücke, den ich runtergemacht habe. Mann, wo ist dieser Hebel? Oh, ich fürchte, ich muss da nach unten. Machen wir da nicht drum herum. Dann kann ich vielleicht schon diesen Dwemer-Centurio von hier irgendwie abschießen. Weil ja, ich könnte ihn natürlich jetzt wieder mit dem Schild ausbauen, aber es gibt ein Aber. Und zwar, er wird da nicht alleine sein. Da werden noch mehrere weitere Krieger sein. Deswegen habe ich jetzt eine Idee. Von wo sieht man ihn? Da. Perfekt. Dann haben wir ihn so von hier schon mal weg. Zwergen-Centurio. Weiß schon wieder nicht, was los ist, der Arme. Weil aus jedem dieser Dinger hier, da, kommen bestimmt Gegner raus. Das wird dann schwierig, wenn da auch noch ein Centurio dabei ist. Den machen wir. Da kam gerade schon die Animation. Und wieder. So, okay. 62 Pfeile noch. 62 Pfeile. Aber genug Gemüsesuppe für den Nahkampf, also alles gut. Alles wie immer im Griff. Alles genauestens überlegt und kalkuliert. So. Speichern. Da ist es. Ich wusste es, dass sie es hier versteckt haben, damit man hier runter muss. Und wir schauen gleich mal, was für Viecher hier rauskommen, wenn ich zu nah an diesen... Geht. Ja, natürlich, durchs Schleichen kommen sie jetzt nicht raus, aber sobald ich aufstehen werde, Moment, ich ziehe jetzt mal hier dran. Jetzt einfach, um zu sehen, was hier für Viecher rauskommen. Bumm, stehe ich auf. Kommen da gar keine Viecher raus? Ach, der wäre hier alleine, der arme Centurio. Jetzt habe ich ihn dann weggehauen. Dann hätte ich wirklich mit ihm... Oh, meine 8 Pfeile, sehr gut. Dann hätte ich wirklich mit ihm in den Nahkampf gehen können. Schade. Jetzt tut er mir sogar ein bisschen leid. Naja, kann man nichts machen.
Ach so, nee, warte. Die Brücke, aha, okay. Die Brücke habe ich runtergemacht. Ich dachte schon, ich habe die Brücke nicht runtergemacht. Das wäre dumm. So, da ist, oh, da ist die Truhe. Gucken wir mal, was sich drinnen befindet. Also auf jeden Fall Adept. Also machen wir mit links. Hier, ne, da. Oh. Hey, ja. Dietrich Gold, Zaubertrank. Oh. Überragende Zerstörung. Und ich habe ja noch diese. Hier, Zwergen. Ah, okay, alles klar, alles klar. Hier, schon kann Lydia wieder rennen. Also ich habe ja noch diese Zwergen. Rüstung gefunden. Da waren, glaube ich, auch Zerstörungszauber. So, hier eine Falle. Die verstärkt auch Zerstörungszauber. Und dann dieser Helm. Also ich schaue es mir mal kurz an. Hier. Zerstörungszauber kosten 15 weniger Mana. Zerstörungszauber kosten noch 20%. Nicht schlecht. Also für Leute, die... Also für Kampfzauberer, ja. Also der Rüstung trägt zwar, aber wenn man Zerstörungszauber benutzt, wäre das richtig geil. Kampfzauber wäre auch mal was anderes als Claudius zum Beispiel, der nur Roben trägt. Sondern ein richtig krasser, gepanzerter Zauberer. Also so. Ist auch eine interessante Art zu spielen. Muss ich sagen. Und ja, interessant. Also ne, manche fragen sich, was ist gut so für den Zauberer? Soll man da nur Roben tragen? Soll man da... Was ist richtig? Ne? Also manche fragen sich, was ist richtig als Zauberer? Soll man da Roben tragen? Soll man da Rüstung tragen? Und ich finde so, also in Skyrim gibt es einfach nicht richtig oder falsch. Also man sollte einfach nur so spielen, wie es einem gefällt. Und wenn man als Zauberer schwere Rüstung tragen will, dann bitte. Man hat seine Vor-, man hat seine Nachteile damit. Ja, und dann kann man einfach sehen, ob man... So, das lasse ich jetzt alles liegen, weil sonst bin ich wieder überlangt. Dann kann man sehen, also inwiefern man das dann... Man muss dann abwägen und gucken, ob man mit den Nachteilen dann leben kann, die man dadurch hat. Und wenn die Vorteile dann genügend sind, so, ich werde jetzt die Ballista zuspannen. Man schaue auf ihre Lebensenergie und diese nimmt immer schneller und schneller ab. Unfassbar. Hier, es geht ja schon richtig flott. Okay, man sieht natürlich, es addiert sich nicht unendlich. Nur bis zu einem gewissen Punkt, ja. Also, wahrscheinlich so, vielleicht so ein... Es ist ja 3 Schaden, 5 Sekunden und wahrscheinlich agiert es sich so, keine Ahnung. Ach, kann ich nicht einschätzen jetzt auf der Expertenstufe. Aber bestimmt nicht unendlich. Halt. So. Ein großer Sehnstein hat jetzt noch reingepasst. Hier wieder ein Söldner, der dran glauben musste. Und die Brücke. Moment, ich schau mal, wo ist denn jetzt die Brücke, die ich runterlasse? Hm? Jemand eine Brücke. Aber dieser Hebel ist jetzt für was anderes da, nicht für eine Brücke. Okay. Ah! Die Treppen. Mhm. Die Treppen ist das da. Speichern. Wow. Also das ist, also es ist immer wieder ein Erlebnis, solche Dwemer. Architekturen, ja, also solche Quests, die mit Wimmern zu tun haben, immer wieder, ja, man denke nur an die Aetherium-Schmiede, wo ich so meine Wow-Effekte habe, immer wenn ich da reinkomme, und das hier auch, ja, diese Treppen, einfach nur geil. Natürlich ist es jetzt Creation Club-Content, also nicht vergessen, das ist Anniversary Edition, wer sich fragt, wo zum Teufel hast du das gefunden, das ist Anniversary Edition. Also, Creation Club. Okay, da ist noch ein Söldner, der am Leben ist. Ich nehme mal an, dass er mir feindlich gegenüber ist. Ah, was ist, wenn nicht? Was ist, wenn er nicht mein Feind ist? Hm? Komm. Ah, da sind 2. Ah, okay, komm. Mit einem hätte ich jetzt noch viel Spielchen gespielt und geguckt, ob er noch feindlich ist oder nicht, aber das muss jetzt... Das oh. Mann, was war das denn, der arme Ork? Der wusste schon gar nicht, wie er fallen soll. Söldnerkrieger, jetzt sieht man, die sind meine Feinde auf jeden Fall. Eieieiei, er hat es in der Wicht. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Ja, du, da liegt ein Kumpel neben dir. Also ich bin auch ziemlich sicher, dass du was gehört hast. Okay. Ah! Oh,
üblichen Sachen. Aha, okay, schon mal für die Quest. Und, ach, Moment, warte mal. Mein Elfenpfeil gibst du mir bitte zurück. Stell ich mir vor, wie Lydia in diesen Pfeil aus dem Rücken zieht. Ah, yeah, yeah. So. So, dann nehmen wir mit. Ich habe immer noch kein einziges Pferdeteil gefunden. Das ist echt krass. Wie riesig ist denn diese Location? Und die Söldner sind hier schon richtig weit eingedrungen. Ups. Die hält aber was aus. Eine Bogenschützen. Oh, und okay, ein Magier, das... Sein Schild ist aber jetzt wirklich für Arme. Nicht wieder. So, ich schaue jetzt mal hier, was hier ist. Oh, wow, was zum... Was ist das, Alter? Was geschieht hier? Okay, also auf jeden Fall ein Zauberer, der kämpft. Der ist weit gekommen. Also wenn er derjenige ist, der diesen Centurio hier erlegt hat. Diesen mächtigen Seelenstein muss ich mitnehmen. Und wieder bin ich überladen. So, was hat denn Lydia so alles mit? Krasses. So, okay. Wieder ist Lydia fähig, sich zu bewegen. So, Alter, dieser Magier, wenn er das war, also da liegt schon ein zweiter Centurio. Wer ist das? Also das ist der Krieger. Untersuche die Ruine, was? Okay. Wo ist dieser Magier, der hier gerade war? Wow. Krass, warum wusste ich nichts von dieser Quest? Da ist, glaube ich, der Magier. Also die Spinne muss ich jetzt mal weghauen. Und ich schaue erstmal kurz, was das für ein Krieger war. Söldnerzauberer. Der war gar nicht so krass. Geringe Ausdauer, Fellrüstung. Er war es nicht alleine. Groß, wow, mit großer Seele. Also, oh mein, so viele Kostbarkeiten hier auf jeden Fall. Einfach nur geil. Was willst du denn? Was willst du denn? Ne? Zwergen. Ah, okay. Ja, man sieht hier, ja. Jetzt sieht man, die Wirkung der Gemüsesuppe ist vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr mit dem Schild schlagen, weil die Ausdauer weg ist. Aber kein Problem, denn Gemüsesuppe, weitere 720 Sekunden. Und los geht's. In 12 Minuten, wenn man nicht schnell reist. Das lässt sich sehen. Das kann sich sehen lassen. So rum. So, okay. Jetzt gehe ich aber nur nach oben. Ich weiß nicht, überlebe ich das überhaupt? Hier ist ja irgendwas. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Also den hier hat es zum Beispiel erwischt. Warte mal. Und da muss ich jetzt schnell vorbeirennen. Und zwar jetzt. Oh. Okay. Wardenknde Galerie. Oi, oi, oi. So viele Konsonanten. Typisch Dwema. Okay, also. Es ist. Untersuche die Ruine. Untersuche das Lager des Magiers. Was? Beschaffe die Zwergenkrone? Ich bin doch wegen den Pferdeteilen hier. Wieso denn die Zwergenkrone? Hm, komisch. Naja, ich schaue es mir trotzdem mal an, was die hier von mir wollen. So, ich habe von etwas gefunden. Doch mir fehlen weitere Teile. Also, das war ja die ursprüngliche Fest, wegen der Lydia hier ist. Aber jetzt, vergessene Jahreszeiten. Das Lager des Magiers untersuchen. Und die Zwergenkrone. Ich habe einen Zauberer getroffen, der eine seltsame Zwergenkrone trug. Die Schlitze außen deuten darauf hin, dass ein separates Teil angefügt werden kann. Habe ich tatsächlich so einen Zauber getroffen? Wo ist denn? Also deswegen hier die Blitze und dieser Donner. Ach, da ist die Krone. Elberon. Anscheinend, aha.
Waldelf, ein Waldelf, sein Tagebuch. So, Illusionszauber und regiere 100% schneller. Wow, nicht schlecht, die Robe. Und da die Zwergenkrone, also. Was ist das denn? Okay, auf jeden Fall kann hier noch was eingefügt werden. Entweder da oder da. Wenn ich hier so eine Maske oder so. Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass hier die Maske eingefügt wird. So, wieder überladen. Und sein Tagebuch. Elberons Tagebuch. Elberons Tagebuch. Ich habe die Söldner in Gruppen aufgeteilt und ihnen erklärt, wie sie die Leitungen in den Abschnitten der Jahreszeiten kapern können, indem ich einfache Worte für ihren unendlich kleinen Geist benutzte. Es ehrt sie, dass manche sich sogar Notizen machten. Es wäre einfacher gewesen, wenn sie den Bericht über meine letzte Expedition gelesen hätten. Dann wüssten sie von dem schrecklichen Schicksal, das ihre Vorgänger erlitten hatten. Ich sagte den Männern auch, dass sie nach anderen Kuriositäten Ausschau halten sollten, wie zum Beispiel Zwergeninsekten, Zwergenreittieren und drei Zwergenkronenmasken, die wir bei unserem letzten Streifzug gefunden hatten, also drei Masken. Aber der Hauptpreis in diesem Grab aus rauem Wetter ist der Wechsel der Jahreszeit. Ein Zauber, der laut Legende nicht von einem Magier, sondern vom Wetter selbst gewirkt wird. Wenn du dieses Buch liest und dich seine Kraft durchdringt, so heißt es, verleiht dir der Regen eine silberne Zunge, so charmant wie eine Frühlingsromanze. Die kochende Sommerhitze erfüllt dich mit Ausdauer, wenn du leichte Rüstung trägst, während der Schnee im Winter allen Trägern von schwerer Rüstung einen Vorteil verschafft. Derweil sind die Wolken ein Geschenk an Jäger, deren Pfeile durch den Herbstwind schneiden. Ein solcher Preis muss tief in den Ruinen liegen, vielleicht in der Kammer desjenigen, der diesen unheiligen Himmel aus der Taufe gehoben hat. Also eine Art neuer Zauber, der bei verschiedenen Wettern wahrscheinlich bestimmte Boni gibt. Und da, vergessene Jahreszeiten. Vergessene Jahreszeiten, meine Reisen durch die alte Welt der Zwerge, Band 1. Ich blätter mal durch. Bestimmt sehr interessant, aber wird einiges an Zeit kosten. Kann sich dann jeder durchlesen. Rolle des Feuerblitzes auf jeden Fall, des Kerzenscheins, des Kettenblitzes. Liegen diese Rollen hier einfach so oder werde ich sie noch benötigen? Kleine Heilung, Regeneration. Mann, also ich muss sagen, es ist mehr als ich erwartet habe. Es ist nicht einfach nur eine Suche nach den Pferdeteilen, sondern viel, viel mehr geworden. Also vielleicht ein neuer krasser Zauber, der einen hier erwartet. Dann diese komischen Dwemer-Masken, von denen ich weiß es jetzt nicht, ob nur eine, ob wir hier nur eine davon finden oder sogar tatsächlich drei, wie es in seinem Tagebuch steht. Also hier die armen Söldner, die es erwischt haben. Aha, Moment, die Quests. Also, ich habe die Zwergenkrone beschaffen. Jetzt die Maske des Herbstes, des Winters und des Frühlings. Es sind drei... Ah! Wahrscheinlich sind es drei Masken und im Zusammenhang mit dieser Krone werden sie unterschiedliche Boni geben. Aber wo sind diese Masken? Kann ich sie hier in diesem Raum irgendwo finden? Hier hoch. Nicht schlecht. Ah, da kommt man. Okay. Oh, was zum... Was? Wieso sieht dieses Vieh so groß aus? Oh mein Gott. Eine riesen Zwergenspinne oder was? Sie nimmt ja gar keinen Schaden. Sie nimmt ja gar keinen Schaden. Okay, weg, 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 weg. Wow, da sieht es ja auch geil aus. Moment, ich schaue es mal hier. Schon wieder eine Tür. Dann Moment, bevor ich da reingehe, ich will jetzt, muss mal schauen. Also da ist zwar auch, aber hier, da ist auch eine Tür, aber das sieht so interessant aus. Hier wächst ja richtig was. Stachelgras. Aha, okay, also Zutaten. Hier also auch eine Truhe. Dietrich. Zaubertrank und wieder ein Lederhemd der Zerstörung. Also hier ist irgendwie alles
ist auf Zerstörung. Also mit Zerstörungs Boni verzaubert. Ah, okay, das ist also eine Jahreszeit. Und zwar sieht es für mich doch mal nach Herbst aus. Jetzt verstehe ich das, okay. Und was liegt da? Ah, rechter Pferdevorderlauf. Da ist es endlich. Unter sonstiges. Rechter Pferdevorderlauf. So sieht es aus. Wiegt zum Glück nichts. Aha, das heißt, ich finde das wahrscheinlich in den Kammern der Jahreszeiten. Das heißt, in der Kammer der Jahreszeit Herbst findet man den rechten Vorderlauf. Und wahrscheinlich gleich auch den linken, gehe ich mal davon aus. Wow. Keine Gegner. Das ist mir ein bisschen zu leise. Ah, da, ein Centurio. Und sammle die verschiedenen Weizensorten und lagere sie ein. Was? Wieso? Warum soll ich das tun? Warum sollte Lydia das tun? Sie ist doch keine... Sie hat doch kein Gewächs. Und da ist wahrscheinlich... Ah, okay, ich verstehe. Da ist ein weiterer Teil des Pferdes. Was ist das? Das ist wahrscheinlich... Der andere Vorderlauf, den ich noch nicht habe. Okay, da kommt die Sphäre. Die muss weg. Ja, genau. Wie weich das mal aus? Okay, da müssen wir leider jetzt kurz in den Nahkampf. Das ist kein Problem. So. Aber wie kommen wir da rein? Irgendwo muss die Tür aufgemacht werden. Was will ich jetzt noch machen? Die Tür will ich jetzt noch aufkriegen. So, hier kam wahrscheinlich die Sphäre raus. Und hier diese komischen Weizen, wa? Leuchtend roter Weizen. Aha. Da wird man sogar bestraft, wenn man den Weizen aussammelt, wa? Die paar dieser Zenturio gefällt mir gar nicht. So, habe ich jetzt diese roten Weizen oder nicht? So, wildes Stachelgras. Dann mache ich mal den hier. Auch das. Okay, ach so. Oh Mann, was wollen Sie denn von mir? Die verschiedenen Weizensorten lagere ich sie ein. Deaktiviere die Herbstleitung. Die Winterleitung. Okay. Wildes Stachelgras. Warum kann ich denn diese Weizen jetzt nicht nehmen? Ich soll sie doch... Oh nee, jetzt... Oh! Was? Wann habe ich denn gespeichert? Wie krass ist denn dieser Centurio, Mann? Oh nein. Warte mal, habe ich denn schon das erste Bein auf eingesammelt? Ah ja, habe ich, okay. So, die verschiedenen Weizensorten sammeln. So, irgendwie... Hey, ein Häschen. Wow. Mit grünen Augen. Und dann noch eins. Wildes Stachel... Also... Hier kommt diesen Centurio. Den müssen wir wegkriegen. Der ist echt gerade. Okay, da ist schon wieder die Sphäre. So, jetzt auch nicht vergessen zu speichern. Das lief doch schon viel besser. So, okay, wo ist der denn schon wieder? Der rennt ja richtig herum, ne, der Typ. Und hier, sobald ich versuche, diese Weizen einzusammeln, geht diese Falle los. Na komm her. Ah, jetzt bist du nicht mehr so cool, wa? Ach, das, der macht die Ernte.
Okay, da sind jetzt mehrere. Hat er mich immer noch nicht entdeckt? Wie krass! So, ich wollte jetzt nicht in den Nahkampf gehen, weil hier mehrere Gegner waren. Das ist ein bisschen zu gefährlich. So, okay, er hat wahrscheinlich das Erntewerkzeug bei sich oder sowas. Weizen, 12. Okay, nee, der hat kein Erntewerkzeug bei sich. Aber jetzt kann ich sie tatsächlich einsammeln. Die waren quasi irgendwie durch ihn beschützt. Weißer Schimmelwalzen. Das ist alles weißer Schimmelweizen. Jetzt habe ich die doch eingesammelt. Was ist denn das Problem? Also. Okay, Samen hinzugefügt. Nochmal, dann ist. Aha, okay, es sind mehrere Stellen. Jetzt verstehe ich. Und dann muss ich hierhin wieder zufügen. Nee. Was? Wieso? Wieso schon wieder ein Erntezenturio? Oh. Ach, es sind mehrere von denen hier. Verstehe. Einen guten Schaden. Und hier nochmal eine Sphäre auch noch. Mit dir. Sehr gut, der hat mich verloren. Das ist perfekt. Im hohen Gras hat er mich verloren. Oh, nein. Moment, so Essen. Gemüsesuppe. Okay, dann muss ich in den Nahkampf leider. Okay, dann spawne ich ihn jetzt. Spawne ich ihn kaputt. Erstmal nicht schlimm. Und er kann nichts tun. Weiß nicht, ob man das auch bei einem Drachen tun kann. Unfassbar. Sogar so ein Erntezenturio. Hier. Einhändig. Krass. Einfach nur krass. Ich habe diesen Schild nie so ernst genommen wie jetzt. So, der hatte auch ein paar Sachen dabei. Also ein paar Weizen. So, dann hier jetzt. Sammeln, einsammeln und hier dann rein oder was? So. Also hier war ich. Hier sieht alles so gleich aus. Dass ich jetzt nicht verstehe, wo ich jetzt noch was einsammeln soll. Okay. Und da sind jetzt weitere Weizenfelder oder was? Ja, oh ja, da ist schon wieder so ein Erntezenturio. Also ich habe es noch nicht so ganz erschlossen, warum ich diese Weizen einsammeln soll. Aber das werde ich dann herausfinden. Und zwar in der nächsten Folge, in der Lydia dann versucht, weitere Pferdeteile zu finden und die ganzen Rätsel dieser unglaublichen Dwemer-Ruine zu lösen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.